Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Und ich versuche zu zielen, aber irgendwie klappt das nicht. Was habe ich denn hier an Zaubersprüchen dabei? Teleport, genau das, was ich brauche. Nein, Eispfeil. Ich will nämlich, dass die auf mich zurennen, weil da hinten noch mehr sind. Ja, okay, so viel dazu. Jetzt habe ich trotzdem alle angelockt. Okay. Immerhin. Der bleibt da hinten stehen. Sehr gut. Sehr gut. So war das eigentlich gedacht. Dass die nicht alle plötzlich auf einmal hierher kommen. Da oben rechts bei der Fackel ist einer. Oder ist das... Moment, ist das nur der Schatten? Nee, so gute Schatten hat das Spiel nicht. Oder ist er doch? Nee, hat sich. Dafür ist noch ein paar Jahre zu alt. Wow! Damit hätte ich gerade nicht gerechnet. Stufe 25. Ah! Was? Wer zaubert da? Und vor allem zaubert er gegen mich oder gegen die Skelette? Ich schätze ja gegen mich. So eine Art Skelettmagier oder so. Ziehe ich mich mal lieber zurück. Na, auf das Skelett ging das nicht. Nein, das geht auf mich. Verdammt. Was ist das denn für ein Typ? Was ist das denn für ein Gegner da hinten? Ich gehe mal hier in Deckung. Ja, Skelette, kommt her. Einer. Sehr gut. Direkt den, der schon Schaden genommen hat. Na, komm schon. Yep. Sehr gut. Und jetzt den. Vielleicht? Ne, das bringt nichts, ne? So ist das gut. Sehr schön. Und wie immer, die schrottigen Waffen mitnehmen von den Skeletten. Sie selber kann ich ja nicht durchsuchen. Die Knochen kann ich lustigerweise nicht mitnehmen, obwohl die wahrscheinlich lose hier rumliegen. Ich muss mich heilen. Ich würde ja mal die Heilzauber ausprobieren, aber irgendwie sehe ich es nicht, einen Mana auszugeben, wenn ich einfach was futtern kann. Weil ich habe nicht so viele Sachen, die Mana heilen. Und da würde ich mir das Mana lieber aufheben, um entweder wahlweise Schaden zu machen oder mich halt, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, wegzuteleportieren. Das ist mir dann irgendwie doch mehr wert, als hier ein bisschen Leben zu heilen. Was haben wir denn da? Stop, Skelettmagier! Aha! Weg mit dir! Also doch ein Skelettmagier. Interessant. Hat er irgendwas Magisches dabei? Skelette beschwören! Aha! Dreimal und Eispfeil! Hey! Eispfeil! Das ist doch der Zauber, den ich vorhin selber genommen habe. Benutzt habe. Jetzt kommen wir von unten noch ein Skelett hoch. Hey! Du willst zu mir? Hey! Bleib mal stehen! Ich will hier nicht runterfallen! Sag mal! Ich sag's noch mit runterfallen, dann... Jetzt bleib doch mal! Ich verfolge jetzt ernsthaft das Skelett, statt es mich. Meine Güte. Ach, ist hier was? Nein, kein Kugelblitz. Ein Eispfeil. Trifft das wenigstens? Nee, natürlich nicht. Ich muss es wahrscheinlich frontal treffen, wenn es mir entgegenläuft. Ey! Okay. Ist das immun gegen Magie? Kann ich es mit einem Pfeil treffen? Hm. Ich versuch's mit der Axt, wenn es wieder hier vorbeikommt. Das wird ja wohl jetzt nicht unverwundbar sein. Wow, das war laut. Das war mal irgendein Bug. Das hat sich irgendwie festgeglitscht. Ach, das hier auch. Naja, soll mir recht sein. Zwei einfache Gegner. Gut, da komme ich jetzt allerdings leider nicht rein. Wo
gibt's Erz. Ist mir egal. Die Gegner, Hauptsache die Gegner sind hier erstmal ausgeschaltet. Trollhauer, ja, das ist Trollhauer, genau. Fackel hätte ich gerne. Ah, es werden schon langsam weniger Fackeln. Ich dachte mir so, ja, 100 brauche ich nicht, 10 reichen. Aber irgendwie werden die 10 jetzt auch weniger. Was tut das? Was genau tut das? Habe ich jetzt das da geöffnet? Ah ja, ich habe das da geöffnet, okay. Ich wüsste allerdings gerne, ob ich auch das da hinten geöffnet habe damit. Weil, wenn ja, hätte ich gleich jede Menge Skelette im Rücken. Das finde ich nicht so knorke. Ist da oben noch eine Höhle? Oh, nee. Ich habe einen Crawler. Sind die unter mir? Oder da drüben, hinter dem neuen Zugang? Keine Ahnung. Ich würde mal einen Blick hier nach unten werfen. Wie gesagt, nicht, dass mir da irgendwas in den Rücken fällt, aber auch hier ist zu. Sehr gut. Dann kann ich jetzt beruhigt durch den neuen Gang gehen, der sich mir geöffnet hat. Eine Falle! Yay! War ja klar. Komm schon. So. Erstmal eins, dann kann ich mit dem Rücken zur Wand des anderen. Muss ich nämlich nur an einer Seite kämpfen. Und erwärchen. Das funktioniert super. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, wer sagt's denn? Hier ist ein Schalter. Na, Schalter drücken. Genau. Da ist nochmal ein Schalter. Hier liegt eine Spruchrolle und ein Trank. Und ich frage mich, was für eine Spruchrolle das wohl war. Magie. Es ist irgendwas Neues. Wenn es was Neues ist, müsste es unten sein. Es scheint nichts Neues zu sein. Also hatte ich die wahrscheinlich schon. Ich schätze mal, YouTube ist relativ dunkel. Deswegen mache ich hier mal nochmal das Fackel an. Für euch. Ach, ein Skelett. Na, komm schon. Ah, so ist das. Genau. Wie gesagt, für euch eine Fackel, damit ihr auch was seht. Und zwar seht ihr hier oben, was es da alles gibt. Nämlich, kann ich die Fackeln irgendwie anzünden? Diese Fackelhalter? Oder sind es keine Fackelhalter? Sehen sie aus wie Fackelhalter, aber ich kann nicht damit interagieren. Ah, ich habe vorhin so drei Symbole gesehen bei dem einen Durchgang. Ist das nicht das eine davon? Oh, nö, ist es nicht. Sonst wäre hier ein anderes gewesen. Das hier ist ein Schalter, okay. Interessante Form von Schalter. Da oben gibt es diesmal auch nichts. Ah, noch ein Schalter. Plündere ich erstmal die Leiche. Yay, eine Fackel. Damit habe ich wieder 9. Ich schätze mal, ich muss beide innerhalb kürzester Zeit gleichzeitig oder direkt nacheinander drücken. Oder aktivieren. Komm schon. Ist hier drüben auch so ein Schalter? Ach so, ja, hier ist auch so ein Schalter. Guck mal. Den habe ich voll übersehen. Aber was tun die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist da in der Mitte auch noch was? In der Säule? Nö, da ist nichts. Okay. Naja, hey, da draußen waren drei Türen, ne? Eine unten, zwei oben. Hier drin drei Schalter. Ich schätze mal, jeder Schalter hat eine von den Türen geöffnet. Nein, die nicht. Nein, die auch nicht.
Okay, was steht hier? Das sind die drei Symbole, die ich meinte. Einmal das rote, dann irgendwie was anderes und dann irgendwie so ein Knubbelkreis. Keine Ahnung. Kann ich hier hoch? Okay. Hier gibt es aber sonst irgendwie nichts. Dann muss ich die Schalter vielleicht in der richtigen Reihenfolge betätigen. Oder... Ich habe das untere Tor geöffnet. Habe ich nicht. Okay. Ich fürchte, das könnte jetzt eine Weile dauern, bis ich da durch bin. Alle drei Schalter in den möglichen Kombinationen zu drücken, zu aktivieren. Naja, andererseits, ich habe jetzt den hier quasi zweimal gedrückt. Vielleicht habe ich ihn ja ein- und wieder ausgeschaltet. Das geht so schnell. Ich kann da nicht, während der noch aktiv ist, sozusagen, rübergehen zu einem der anderen und einen von denen drücken. Das heißt, entweder ich muss sie alle aktivieren, was ich jetzt getan haben sollte, was aber nichts gebracht hat, scheinbar. Oder es kommt wirklich einfach nur auf die Reihenfolge an, in der ich die drei Schalter drücke. Da gibt es dann sechs Möglichkeiten. Wenn ich jeden nur einmal betätigen muss. Links, Mitte, rechts hatte ich schon. Dann probiere ich mal links. Und dann rechts. Oha. Was auch immer das jetzt war, vielleicht war es Mitte, links, rechts, vielleicht auch nur links, rechts, keine Ahnung. Jedenfalls sind jetzt alle drei Tore offen, die Horden von Skeletten und Minecrawlern, die ich auch gerade gehört habe, dürfen mir bald entgegenkommen. Außerdem haben wir ein paar lustige Grafikfehler gerade gesehen. Vermutlich, weil die Kamera irgendwie mitten in der Wand war. Und was dann mit den Horden von Skeletten und mir passiert, das erfahrt ihr beim nächsten Mal bei Let's Play Gothic. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.